Details. Oh ja, hier musste, da musste übersetzen. Das ist wirklich eine dumme Idee gewesen. Ich hätte das auf Englisch spielen sollen. Das war eine ganz dumme Sache. Und ich bin faul. Ich habe ja 11 Videos. Also ich bin faul, zu faul da die ganze Zeit Subtitles zu machen. So, aber wir sind ja jetzt fit. Ich glaube, auf dem Markt gibt es auch nicht mehr so wirklich was, was wir uns jetzt holen können, was schon wert ist. Und wir haben auch eine ganze Menge Prolog zu spielen. Ihr wisst ja, ich nenne es mal Prolog. Natürlich ist das kein Prolog. Oder ich nenne es einfach weiter Prolog. Also das System, wo du nicht die Möglichkeit hast, dich wie eben draußen auf der Landkarte zu bewegen, also wo wir in den Westwald mussten. Sowas ist für mich, also ich finde Spiel Prolog, weil das dauert noch Ewigkeiten, bis wir uns dann frei bewegen können. Ich kann es kaum erwarten, ganz ehrlich. So, ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Ja, das sieht gut aus. So, das ist dann wieder für euch. Ladies and Gentlemen, it's now time for the championship match. Entering the arena representing Giselle Godwin is Hildering. His opponent, the Konakon swordsman, Belkun. Something's wrong. What's the matter with him? Maybe he doesn't feel well. He seemed fine a little while ago. He's made it to the arena, so he must be well enough to fight. Let's see what happens. Barely defend himself. He's nothing like he was yesterday. What's the meaning of this? Belkut! That's enough! Stop the match! And the winner is... Hildering! Das war direkt mal richtig männlich von unserem Helden. Ja, da müssen wir mal nachschauen, was mit dem guten Belkut gerade los war, denn der war ja offensichtlich irgendwie so ganz komisch angeschlagen und da machen wir uns natürlich alle gerade Gedanken drüber, selbst die Prinzessin, denn die hatte sich glaube ich davon abgefunden, dass sie einen hübschen Schwertkämpfer heiratet und nicht so einen hässlichen Mongo wie den Kildrick. Ich sage immer Childrick, aber er heißt natürlich Kildrick. So, und jetzt hoffe ich, dass ich auch gleich das Krankenzimmer finde. Ich glaube, das sieht gut aus, ne? Yes! Belkut! Is he alright? I said, how is he? Is he going to be alright? Please, calm down. Have you no manners? You shouldn't be shouting at an injured man's bedside. Right. Sorry. His injuries look worse than they are. It seems they're all superficial, nothing life-threatening. I see. Thank goodness. But it looks like he was put to sleep with magic or a drug. What? Is that why he was so unsteady? But it couldn't have been magic. True,
The Runekeepers keep a close watch, so if magic was used, they'd know right away. So the only possibility left is a drug. But I don't see any evidence of that either. What do you mean? Aren't doctors supposed to be able to spot something like that? I'm just as confused as you are. He doesn't show any of the typical signs of being drugged to sleep at all. Even if it was a drug, who gave it to him? And when? Velkut was with us all morning. It couldn't be. Let go of me! Let me through! Wait! Hold on, you! Velkut! No! Marina. Hey! You're not allowed in here! Guards, stand down! Oh, yes, Your Highness. Pardon me. Das ist cool, oder? Das machen wir ab jetzt, wenn ich Dialoge habe. Lange Dialoge. Ihr könnt das einfach lesen. Danach reden wir drüber. Das ist cool. Okay, jetzt haben wir's. Oh, ich kann mich bewegen. Okay. Ja, also es ging eigentlich darum, dass die Marina ist jetzt natürlich reingestürzt. Total besorgt. Die an den Wachen vorbei. Wem? Aber, hä, warte mal. Okay, jetzt habe ich das verpasst, was ich tun wollte. Ja, schau mal an. Ich glaube, ich weiß, wer der junge Mann war. Ihr auch. Ach, der war sogar im Bild kurz, ne? Oh nein. Warum geht sie denn erst aus der Gruppe raus, wenn wir sowieso nicht drei Schritte machen können? Ohne die blöde Drecks... F-Wort. Also die... Das ist so schlimm. Das geht mir so auf den Sack mit der. Ich kann nicht reinschlagen. Ich danke dem lieben Gott, dass
ich in... Warte. Ja, in zum Beispiel in Suikoden 3 nicht dazu gezwungen bin, Charaktere mitzunehmen, wenn ich nicht will. Vor allem nicht welche, die immer gleich sind, so wie die von 2. Das ist haargenau, ich schwör's euch, es ist haargenau so eine behinderte Drecksschwester-Dose. Sie ist natürlich nicht seine Schwester in dem Spiel hier, aber genauso, eigentlich ist es das gleiche, bloß dass nicht seine Schwester ist, sondern seine Leibwächterin. So, und jetzt müssen wir aber wieder darauf zurückkommen. Also, sieht aus, als wenn die Marina, weil die natürlich mega verliebt ist in Belcourt und der ja auch in sie eigentlich, die hat ihm in sein Yummy-Essen, was er vor dem Kampf haben sollte, hat ihm schön Schlafpulver reingetan. Und da ist er natürlich von ausgenockt worden, ne? So, und wir sind jetzt auf dem Weg nach Segai. Habe ich natürlich am Anfang nicht aufgepasst. Aber wir können trotzdem zu ihm, ja. Der soll übrigens ganz, ganz einfach zu bekommen sein. Desigai später und ich habe beim letzten Mal nicht gekriegt. Thank you.
als wenn er sich drüber freuen würde, ne? Mein Leben ist nichts wert. Ich bin der misshandelte Gladiator. Scheiß drauf, töte mich doch. Dann ist das eben so. Fick dich. Oder nimm Antidepressiva. Nein, Spaß. Wir haben gerade herausgefunden, dass das wohl alles ein Plot war. Ein geplanter Plot von dem leicht pervers veranlagten Giselle. Ich nehme an, das wird Giselle ausgesprochen. Yes. Ja. Es wird Giselle ausgesprochen. Also es wird, war wohl alles ein Plan von dem. Die Schuld hat er natürlich auf diesen Gladiator einfach raufgeschoben. Ob er da wohl, ich weiß nicht, ob er da innere Befriedigung gespürt hat oder sowas. Auf jeden Fall, würde ich sagen, wir speichern jetzt nicht mehr das andere Headset, oder? Bevor wir zur Königin gehen. Ja, auf jeden Fall hat Giselle wohl da alles ausspionieren lassen. Und hat sich so einen richtigen Plot zusammengesponnen, wie er dieses Duell gewinnt. Also quasi Segai ausscheiden lassen, den ausgetrickst. Der hat sich so alles zurechtgespielt, dass er gewinnt und dann die Prinzessin halt heiraten kann, ne? Unsere Schwester. Was natürlich ziemlich dreckig von ihm ist. Und wir sind jetzt dabei, Leute, das unserer Mutter zu sagen, damit sie nicht zulässt, dass sie heiraten. Denn noch ist sie ja die Oberste, denn sie kann entscheiden als Königin über alle. Logischerweise auch über Giselle und so, dass das er die nicht heiraten darf. Das war ja nun mal Betrug. Theoretisch wäre unser Freund Bekut der Gewinner gewesen. Oder sogar ist egal. Weil, ach nee, der hat ja für wen anders gekämpft. Oh Gott. Na gut, den hätte ich erst rechnen können, hätte ich lieber einen Bösen genommen. So, wo speichern wir? Wir speichern auf dem ältesten Spielstand, das ist dann 9, der hier. So, hervorragend. Und dann sage ich schon mal bis gleich. Ich verabschiede mich erst noch nicht, weil wir werden ja die ganze Zeit spielen. Ich verabschiede mich wahrscheinlich heute Abend, wenn wir fertig sind mit Spielen. Jetzt hole ich das andere Headset, damit ich Husten und sowas unterbinden kann. Also bis gleich. Euer The Shepherd AD2. Ciao.